So, willkommen zu Let's Play Together mit mir, Schlaumeier. Ich bin Zerg und ich spiele mit Headhunter. Hi. Ich bin, ja, Zerg, wie gesagt, und er ist Protoss. Und wir spielen ein, unser drittes Platzierungsmatch. Ah, ich habe vergessen, Waffen zu bauen. Das fängt ja gut an. Eben haben wir verloren, weil es bei mir sich aufgehängt hat. Oh, geil, mein Computer bringt das Spiel aus. So ist der so langsam. Ich spiele auf niedrig. Das kann es nicht sein. Das kann es echt nicht sein. Das kann es wohl sein, siehst du doch. Ich finde es nicht gut. Ich bin absolut dagegen. Das ist schon gut. So, jetzt baue ich mir hier gleich so. Und da und dies und das. Ich brauche neue Larven. Mann, du hast schon einen Pylon. Dafür habe ich zwei. Ich bin nicht der beste Spieler, das weißt du schon. Du hast schon mal mit mir gespielt. Ja, wir haben ja Terraner Dev-Taktik probiert. Ey, da kommt schon ein Scout an. Töte ihn, er ist böse. Pass auf, wenn der, das sind zwei Protoss, die könnten Cannon Rush machen, das mache ich immer. Ist lustig. Aber es ist gefährlich. Ich muss irgendwie... Ist lustig. Ja, da kann man die Gegner in der eigenen Base einschließen. Super. Ja, und dann, das hatte ich mal, da haben wir einen fertig gemacht und ich hatte da so eine riesige Phalanx... Ah, da kommt der Arsch. Hab. Er weiß nicht, was ich baue, das ist gut. Er weiß nur, dass ich zwei Extraktoren habe. Damit kann er nichts anfangen. Ah, ich brauche einen Brutschleim wohl. Bau mal einen. Ich kann ja auch einen bauen. Ja, genau, ja. Ist klar. Ja. Also mit Chrono Boost ein paar Drohnen hier rauspumpen, damit ich mal hier wie die Pros 30 Drohnen pro Nexus habe. Ja, ich baue mir jetzt wie ein Pro eine zweite Base direkt neben die erste. Doch, das hat wirklich mal einer gemacht, weißt du. Ja, weiß ich, das macht man auch, damit man mehr von den Viechern hat. Na, aber ich kann das nicht. Ich hab sowieso sonst immer. Macht er sowieso immer eine Early Expansion hier unten da. Ich weiß nicht mehr, wie man pingt. Mit dem Ping-Dingens. Mit der Ping-Taste. Mit der Ping-Taste. Okay, warte, jetzt glaube ich, hab's boah, genug. Berserker raus, Chrono boosten. Voll geil. Nur Gerserker, weil sie die besten sind. Oh, jetzt laggt's. Ah, so ein böser diese, Typ. Das sind die Gegner. Die Gegner? Ja, die GG, also die GG für Good Game, GG Gegner. Okay, ich spiele hier mal mit meinem übelst guten Overlord. Der biologisch und gepanzert ist. Also... Umweltschützender Overlord. Mann, was? Du musst nicht mal was schneller arbeiten. Ich baue mir jetzt auch ein paar Zerklinge, sonst wird es hier nichts mit mir. Mach ein paar Photonenpatronen. Bla bla bla. Photonenpatronen heißen die. Ja, die sind gut. Das sind die einzigen Geschütze, die Luft und Boden angreifen können. Außer halt Bunker, aber da musst du einhalten. Ah, jetzt Zerkling war ich. Ah. Ah. Geh nach vorne. Ja, ne, ich nehme die Dinger ein. Ich guck mich um. Sagen wir so. Was auch geil ist, ein Zerkling erforschen da, dass sie sich eingraben können. Und dann sich bei der Expansion eingraben. Das mache ich immer. Das ist einfach so unfair. Und die meisten, die brauchen ewig, bis sie da was hinkriegen. So, jetzt kommt mein Schößling. Mein Schoßling. Oh, ich finde das so schön bei Protoss, dass du einfach hingehen kannst und spawnen kannst und dann schon zum nächsten gehen kannst. Wo ist denn meine... Hä? Ich hatte eben noch eine Königin. Ah ne, die baut erst. Ach so. Ey, das ist ein Vogel. Ich hatte mal Terraner, die haben hier zugedifft. Die haben hier eine Def gebaut. Die waren echt so verrückt. Ich bleibe jetzt hier stehen. Und wenn sie ihre Expansion bauen, dann mach ich es fertig. Dann.
Was sind diese Warp-Tore nochmal? Die muss da forschen. Nein. Da. In der Roboterfabrik. Warprismen mal. Stirb, Sonde. Wo sind die Gegner denn? Ich versuch grad seine Sonde zu töten. Ja, töte sie. Tot. Tot. Hast du kein, Schnelligkeits-Upgrade? Noch nicht. Ich gehe ja nicht auf Zerklinge, von daher brauchst du es nicht. Komm, machen wir auch mal einen Raumportal, dann wollen wir mal cool sein. Ah, dann mach ich halt drei Overlords. Wenn du es so willst. Ich schleim hier mal nicht zu, oder? Du willst hier was bauen. Wie ich das sehe. Hier? Nö, da habe ich nur meine Pylonen mal hingestellt. Ich muss hier irgendwo meine Pylonen hinstellen. Ich glaube, ich... Jetzt nehme ich einige meiner Viecher und schicke die da rüber. Hier, da fliegt man dahin. Nee. Kurz mal dahin. Der. So, jetzt kotzt der hin. Der rennt dahin und dann mache ich da vorne meinen Grieche. Ich könnte eigentlich Neidus-Wurm-Taktik machen. Aber das ist, sind meine Neidus-Wurm. Ich wüsste, was es ist. Ich gehe mit meinem Overlord in die gegnerische Base, baue so einen Grieche hier, wie dahin. Oh, was ist das? Oh, der Typ, der lädt ja übel. Mann, regt er auf. Der muss wahrscheinlich googeln gegen Taktiken gegen uns. Das mache ich auch manchmal. Ich schicke mal ein paar Berserker rüber. Ich halte ihn hier gerade auf, seine Expansion zu bauen. Ja, okay, doch nicht. Oh, der hat schon hier seine tollen Einheiten. Was sind die tollen Einheiten? Die Fernkampf da, die mich fertig machen. Und zwar übelst, einer entkommt. Yeah! Okay. Ich verstecke meine Einheiten mal bei dem Sarg da. So, und dann... Ein Grab mal forschen. Ein Korben. Oh, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich mache eine Four-Warp-Gate-Technik jetzt. So. Baut dies. Baut das. Baut dies. Guck mal, ich werde jetzt ganz böse. Was denn? Nein, falsch. Davon jetzt ein paar Spawn. Ich benötige mehr Dinge. Bla bla bla. Ich greif mal gleich ein bisschen an. So, ich komme gleich mit. Die Zerklinge, die sind uns ab. Also die Mutterdisken sind uns Ablenkung. Ich will eigentlich. Guck mal, ich mache mir schon 4 Warp Gates, dann kann ich nachher reinwarpen ohne Ende. Oh, der Typ, das nervt echt. Ich habe so eine Überproduktion an Rohstoffen. Ich auch gerade. Hab ich da oben schon eine Queen? Nee, hab ich nicht. Wieso hab ich keine? Das ist schlecht. Das ist richtig. So, mein erstes Warp Prisma. Oh, jetzt fehlen mir wieder Overlords. Ist richtig. Nein, scheiße. Was mache ich denn für einen Dreck? Zu viele Diener. Ich baue mir jetzt einfach. Ich habe mein Warp-Portal, oder wie das heißt, einfach umgebaut wieder. Ich blockiere mal Expansions. Gucken, ob es klappt. Noch. Hier rennen. Zergling, rennen. Ich jetzt mehr Overlords? Ja, habe ich. Mist, aber jetzt bin ich gleich da. Ich muss mir meine Bases mal auf Shortcase legen. Mach das. Mach ich gleich, ja. Ach, der hat ja Spionage. Scheiße! Okay, es geht schon mal hier nicht mehr. Ist aber was Schlimmes. Photonenkanonen halt. Jo, da komme ich jetzt gleich dran vorbei. Ich gehe jetzt gleich von hinten in der Base und greife mit dem Phoenix nah an. Ne? Dann nehme ich so einzelne Drohnen raus und dann. Ja, warte, ich helfe dir. Ich kann dir helfen. Ich bin in der Lage dazu. Ich muss nur kurz. Ja, ich chrono-booste die ein bisschen, damit die schneller gehen. Sachen erledigen. Da habe ich auch schon 2 Bar-Prismen. Die muss ich mir mal auf den Short kriegen. So. Base und Base. Die kommen auf 5. So. Warte. 6. Gut, die Base ist blockiert. Boah.
Der muss mir nicht 20 Mal sagen, dass ich zusätzlich Pylonen bauen muss. Die Base. Die Base. Und die Base. So, 4 Basen, da habe ich jetzt schon mal geplockt. Was hast du denn gemacht? Wo bist du? Hier zum Beispiel. So, hast du Zerklings. Ja, und die müssen dann erst Photonenkanonen bauen, um da. Oh, Mutalisken. Mag ich. Ich auch, deswegen gehe ich auch auf die. Aber ich glaube, ich upgrade mal meine Base. Ah ne, ich brauche noch. Ah, Verseucher. Ja, Verseuchergrube baue ich. Baue ich. Ich bin mal nicht so und denk mir. Scoute mal und guck mal, was die haben, bitte. Auf was die gehen. Mach mal einen Overseer oder sowas. Warte, ich muss überlegen, mit was ich da reinkomme. Wird schwierig. Overseer ist nämlich nicht unsichtbar. Ja, ich weiß, aber welche Terraner würde ich dann einfach einen Banshee reinsetzen? Aber oder einfach deine warte, ich opfern, Mutalisk. Ich hab sowieso genug. Dann guck mal, auf was die gehen. Oh mein Gott, okay, das mit den Drohnen angreifen, das können wir vergessen. Hetzer haben wir viele. Ich geh mal noch beim anderen rein. Woher wissen wir, was wir haben? Ich habe Angst, dass sie gleich mit. Gibt's hier irgendwas, wo ich unsichtbare Einheiten mit sehe? Ja, Beobachter. Genau, wo sind die? So. Davon muss ich schnell einen rauskommen müssen. Ich habe die schwere Vermutung, dass der auf ja, wie heiß es geht. Auf Dark Templar. Hm. Sieht mir nicht danach aus, ne, der baut Roboter. Oh. Ne, der hat ungefähr. Der hat, glaube ich, das gleiche wie du circa. Nur, dass er keine Lufteinheiten hat. Ah, oh Mann, mein Micromanagement ist so übelst scheiße. Ich meine, Makro. Beobachter bei dem rein. Makro meine ich. Ich fliege jetzt mal mit dem Beobachter einfach in den. Der ist schon klar, dass die Photonenkanonen dich sehen können. Echt? Hm, scheiße, aber wahr. Was ist das denn? Ja, also ich bin bei mir. Muss ich den da mal stehen lassen. Ich lasse gleich wirklich ein paar Dark Templar reinkommen. Ja, wo ich gerade gesehen habe, dass die Phönixe nichts bringen, dann kann ich die auch irgendwo in ihren Suizid schicken. Die kommen, glaube ich. Ich habe eben. Ja. Ich habe eben da sowas gesehen. Da dachte ich mir schon. Da will er wohl was machen. Und failed. Fail! Bleib hier, Feigling. Ah, ich sollte vielleicht mal die Base benutzen. Wo sind sie? Wo sind die? Wir haben da eben so ein. Ich brauch das Ding. Oh, jetzt muss ich mir extra eine Evolutionskammer bauen. Mann. Das ist mein komplettes System, was ich mir aufbauen wollte, zerstört. Noch ein. Dann gehe ich jetzt auf was anderes. Weil der den seinen Teil hier zusammengesetzt hat. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. So, jetzt wird hier mal meine Base gut gedifft. Oh, ich brauche ein neues. Ah, ich habe so wenig Vespin-Gas und so viel Mineralien. Willst du was haben? Warte, ich gebe dir was. Juhu, du bremst das Spiel. Ich bremse schon seit Anfang das Spiel, also von daher. Bremst das Spiel. So, schnell mal hier ein Circle des Ziellichts reingespawnt. Boah, guck mal, wie viele Drohnen hier sind. Alt G. Nein, Mineralienfeld erschöpft. Wie grausam. Mir schmerzt sie. Ja. So. Mineralienfeld erschöpft. Das letzte hat nur noch 100. Was sind meine Verseucher? Meine Lieben. Ich mach mal kurz einen Verseucherangriff. Warte. Nee, das ist nur so ein Scheinangriff. Welche sind die Verseucher? Das sind die, die explodieren? Nee, das sind die kleinen da, die. Hier, warte. Alt-G hast du gesagt? Ja. Die. Ach, das sind die, die Leute kontrollieren können. Ne? Aber das habe ich nicht erforscht, weil